Wir werden heute zaubern. Zaubern mit Fitness-Oscars Rezept. Ich hoffe, Oscar fickt uns nicht, sondern macht ein geiles Rezept, sodass wir ein gutes Rezept nachmachen können. Lieber Oscar, falls du das Video siehst, bitte, wenn ich das falsch mache, deinen Burger, bitte kein Video gegen mich machen. Nein, das war echt ein super alberner Beef, will nicht reingezogen werden. Falls der Burger falsch ist, dann tut's mir leid, Oscar, aber ich tue mein Bestes. Okay, das sind die ganzen Zutaten. Burger Buns. Ich habe sogar dieselben geholt, Oscar. Burgerscheiben habe ich auch geholt. Mayo, Ketchup. Ah, Moment, Kamerawechsel. Dann seht ihr es besser. Wir haben Ketchup, ihr fetten Schweine. Wir haben Senf. Ich habe kein Hotdog-Senf, das war dumm von mir. Ich habe eine Chili-Soße geholt, wollte auch haben. Mayo. Dann habe ich feinstes Biohack, also Rinder-Biohack. Alles geil. Also die Zutaten sind da. Sehr mickrig, die Zutaten. Aber der Burger ist angeblich in 15 Minuten gemacht. Wahrscheinlich werde ich keine 15 Minuten brauchen, sondern sehr, sehr lange, weil ich bin ein sehr, sehr langes Schwein, das wisst ihr. Eier? Gibt es nicht, ihr Fettsäcke. Hört auf, mir Eier anzudrehen. Ey, wenn ihr Eier in den Chat schreibt, dann hau ich euch eine rein. Ich werde mein Hackfleisch kein Ei reintun. Ich höre nie wieder auf euch. Doch, irgendwann höre ich auf euch, aber was Burger angeht, habt ihr es versaut. Wir sind keine Freunde mehr, was Burger angeht. So, gucken wir uns den ersten Schritt an. Warte, das hat mich gefickt. Das konnte ich nicht besorgen, ne? Was zum Himmel ist Worcester-Soße? Ich habe die Scheiße nicht gefunden. Worcester-Soße existiert nicht. Was ist Worcester? Das hört sich an wie so ein Krieg, Alter, als ob ich mit der Soße in den Krieg steige. Was zum Himmel ist Worcester-Soße? Ohne Worcester-Soße nur halb so geil. Als ob die so viel ausmacht, diese Scheißsoße. Wo sind Tomaten? Guck mal, das ist das Gute. Oscar Ehrenmann. Also wirklich Ehre, Ehre, Ehre. Oscar nutzt keine Tomaten auf seinem Burger. Ich sag ja nur, Leute, ne? So, wie geht das Rezept jetzt von Oscar hier? Ist das so? Die Burgergrill braten, die müssen mega heiß werden. Das hier ist die Auflaufform, ideal zum Backen und Braten. Ist wichtig, dass es hier steht und anti-haft beschichtet, damit die Burger... Ich hab natürlich keine Auflaufform. ...haften bleiben. Dazu werde ich Kokosöl... Alter, von Kokosöl hat keiner die Rede gesagt. Alter, Kokosöl willst du beim Bumsen oder so, aber nicht beim Kochen. ...benutzen. Und da werde ich alle Burger auf einmal drin braten. Hier dann mache ich auch noch an, damit wir maximale Hitze haben. Alter, in welche Richtung geht das denn jetzt hier? Ich hasse Kokosöl. Und die Burger schön knusprig werden und in der Mitte medium bleiben. In der Zeit werde ich... Alter, der trägt eine Jeans zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich die ernst nehmen kann. Wer trägt denn eine Jeans zu Hause? Alter, bin ich beim Business-Meeting oder was? Welcher Mensch tragt eine Jeans zu Hause? Ey, bitte, bitte sagt mir nicht, ihr tragt eine Jeans zu Hause. Bitte nicht. Nehmt euch eine leckere, kurze Hose. Geht nackt. Unterhose, irgendwas. Aber Jeans, Digga, wie unbequem. In einer Jeans, da erstickt mein Blut, Alter. Die Jeans ist so fest. Mein Blut geht nicht durch meine Gefäße, Alter. In der Zeit werde ich die Bälle formen. Wir brauchen 70 Gramm pro Patty. Das raucht voll. So heiß. So, die Patties müssen... Okay, er macht so runde Bälle. Ich überspringe das jetzt alles ein bisschen, weil ich will schnell machen. So, also ihr Fettsäcke. Ich mache jetzt erstmal Fleisch. Erstmal Hände waschen. Ich habe euch im Blick, während ich meine Hände wasche hier. Oh, mich leicht beobachtet, als ob so ein Perverser mich gehackt hätte und jetzt durch die Webcam gucken würde, wie ich mir richtig schön die Hände hier wasche. Also, ich soll Burger rollen oder einfach Röllchen draus machen. Easy, erstmal ganz entspannt. Oh, riecht gut. Das Ding ist, was ich komisch finde, warum würzt Oscar das Fleisch nicht erstmal? Warum macht Oscar direkt Bälle draus und würzt das Fleisch nicht erstmal? Ei nicht vergessen. Leute, hier dieses Ei im Burger. Dieses Ei wollt ihr im Burger. Ich hau euch dieses Ei in die Fresse hier so. Oh, oh. Heilige Scheiße. Warte, was ist denn jetzt hier los? Moment mal. Ich habe hier aus den Sachen übersprungen. Aber so, die Patties müssen genau 70 Gramm haben. Also 2,5 Unzen. Ja? Damit die Burger später perfekt werden. Das kostet echt viel Zeit. Welches ist eine Teigsorte, die man sowohl für süßes als auch herzhaftes Gebäck... Oscar hier von Aktion. Wie heißt der berühmte... Hallo, was ist das für Fragen hier? Ich will keinen Quiz. Ich will hier Burger essen. Scheiße, das raucht voll. Ich werde die Burger jetzt einfach hier so drauf. Warte, wie macht er denn Burger? Warte, er macht die Burger auf dem Tablett? Auf dem Herd? Das meint er nicht ernst, oder? Oh, ich glaube, deine Strategie geht nicht auf. Nee, das brät gar nicht. Zeit. Ich muss Oscar noch ein bisschen aus der Ruhe bringen, damit er... Was ist denn jetzt hier los? Ich schaff. In der Zeit mache ich die Soße. Genau. 100 Milliliter Ketchup. Wichtig ist Heinz Tomatenketchup und keine billige Fälschung. Oh, Digga, scheiße. Ich habe diesen McDonald's Ketchup. Ich schwöre, der ist so geil, ne? Der schmeckt genau wie bei der Ketchup McDonald's. Der ist voll lecker. Gramm Heinz. Die Pfanne ist schon mega heiß. Ja, das ist diese Platte. Jetzt werde ich die Burger reinmachen. Und dazu brauche ich so ein Ding. Ich muss die Burger einfach hier aufquetschen. Mann, Oscar macht das so stressig. Das ist ja unfassbar. Hast du das extra gekauft? Ja, ich habe extra das Teil gekauft. Eigentlich nicht für Burger, sondern Torten, oder? Also er macht die Burger fertig und er macht Salz und Pfeffer, während er die Burger macht. Okay, dann machen wir die Burger jetzt auch. So. Einmal da an die Ecke und dann platt drücken, hat er gesagt. Mal so. Oh, scheiße. So sollte das nicht sein, glaube ich. Aber ich habe leider keinen Smasher. Die Pfanne ist auch ein bisschen klein, da passen nur zwei rein. Ich glaube, ehrlich, ist eine bessere Idee. Ich mache vorher dünn, auch wenn es Oscar anders gemacht hat. Aber ich habe leider keinen richtigen Presser. Ich vertraue diesem Mann und würze, während ich der Burger hier noch am Fließen ist. Ah, scheiße, das muss man drehen. Jetzt kommt Käse. Ich muss schnell Käse aufmachen. Was Käse? Schnell, 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 schnell. Schnell. Jetzt aber schnell, 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 schnell. Ah, und tut das denn so weh? Das wird hier was. Das wird was. Aua, aua. Das wird was. Der Käse schmilzt. Ihr spürt's, oder? Das wird heute was. Guck dir mal an, wie geil die Burger aussehen. Bitte. Das wird geil. Zack. Das sind jetzt nicht die größten Patties, aber habe ich auch nicht die größten Burger-Bounce. So, zack.
Wendet! Wow, krasse Wendung. Und neue Wendung. Oh nein, die sind zu dick geworden. Hallo. Mein Freund kann Backflip. Gott, das war so unlustig. Bitte habt diesen Scherz nicht gehört. Das war so unfassbar schlecht. 2 Käsescheiben. 3! Wir haben nicht mal 3. Wir haben noch 5. Wir hauen alle rauf, die wir noch haben. Wir hauen die ganze Packung noch rauf, die wir noch haben. So, 3 Stück sind auf einem Burger. Gefällt mir. Das wäre ein dicker Burger. Das wird richtig käsig. Zack. Zack. Okay, ihr Fettsäcke, jetzt brauchen wir das Soßenrezept. So, wie geht die Soße? Einfach alles zusammenmischen und dann... Eigentlich bitte keine Produkte von Kühne oder Knorr verwenden, aber... Noch nicht ganz ready. Okay, er mischt einfach die Soße zusammen. Das Einzige, die ich nicht habe, ist diese eine Soße von ihm, diese Waka oder so. Ich habe den nämlich nicht gefunden. Senf, Mayo, Ketchup, Chili-Soße am Blockhaus. Ah, scheiße. Ah, nein, es passt nicht rein. Passt nicht rein. Ach, Digga, scheiß drauf mit dem Finger einfach. Ach, scheiße, die Patties. Boah, sehen die gut aus. Mutter Maria, wo bin ich hier gelandet? Boah, die sind so schwarz, Digga. So, zack. Eieiei. So, in der Zeit, wo wir die Soße machen, können wir die Brötchen schon raufhauen. Oh, die muss ich jetzt schneiden. Oh, das wird ein gefährlicher Akt. Habt ihr das gesehen? Ich sag ja, ne? Machen wir die Burger rein. Leute, Moment, eine Frage schnell. Ganz schnelle Frage, ganz wichtig. Machen wir 2 Burger oder machen wir 1 Riesenburger? Oh, okay, ich schreibe 2, okay. Ach, ich mache einfach einen und scheiß drauf. Also einen sehr großen, aber gut, wenn ihr 2 schreibt. Aber... Warte mal kurz, bin ich vollkommen hängen geblieben? Zum Glück hat es keiner gemerkt im Chat, aber ich erkläre es euch kurz. Okay. Ich habe die 2 hier reingeworfen. Und das ist ja der obere Teil. Das hat auch gar keinen Sinn ergeben, dass ich habe über diese Frage überhaupt gestellt habe, aber gar keinen Sinn ergeben. Ketchup, Mayo, Senf, schmeckt ganz gut. Senf ein bisschen zu dominant, aber sonst ganz lecker. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich zeige euch mal die Brötchen. Hier. Leicht angebraten, ne? Au! Meine Fresse, warum muss das denn so wehtun? Alter, ernsthaft? Nein. Das habt ihr nicht gesehen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Alles wird schwarz bei mir, Mann. Ich hab zum Glück noch neue Brötchen. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ich mach Temperatur runter. Diesmal schaffen wir es. Wenn die verbrennen, ist mir das scheißegal, Alter. Dann sind die halt verbrannt. Ist mir doch alles scheißegal. Dann esse ich die schwarz, Alter. Hallo! Nein. Ich nehme die runter. Die sind schon wieder leicht schwarz. Ey, nein. Alles gut, Leute, alles gut. Soße rauf. Das kann ich euch so zeigen. Ich mach Soße auf den Burger. Ganz viel Soße. Erster Patty, ein bisschen Soße. Nächster Patty. Aufs andere Patty hat er auch Soße gemacht. Auf den Burger kommt der Burger. Der hat schon was. Real Talk. Der sieht echt gut aus. What the fuck? Jetzt der andere Burger. Der ist noch heftiger, weil da ist mehr Käse drauf. Digga! Guckt euch das an. Oscar, hallo! Oscar, lieb mich jetzt bitte. Bitte, zeug mir ein Kind. Verlass Mandy, bitte. Nur für mich. Wollen wir einen Biss wagen? Alter, sieht er gut aus. Ein da, oder? Alter, wie butterweich. Der zergeht auf der Zunge. Oh mein Gott. Das ist echt lecker, Mann. Der ist so käsig, Digga. Wow. Jetzt machst du echt nicht viel falsch, Mann. Echt geil, Mann. Ich esse den auf, sorry. Wow. Nein, mein T-Shirt. Das ist frisch aus der Wäsche. Ich ersticke hier gleich, weil ich kein Wasser habe. Aber oh mein Gott. Top, Digga. Einfach top, wirklich. Und das ist das Traurige beim Kochen, Leute. 2 Stunden gekocht, für 1 Minute Genuss.